Hallo und herzlich willkommen bei Gerolds Ausflugstipps. Wir machen jetzt einen Rundgang durch das Stift Zwettl, durch die Kirche und durch den Klostergarten. Das Stift Zwettl ist rund 3 Kilometer von der Stadt Zwettl entfernt und befindet sich in einem sehr waldreichen Gebiet. Stift Zwettl ist das drittälteste Zisterzienserkloster weltweit. Es besteht ohne Unterbrechung seit der Gründung im Jahre 1138. Von besonderer kunsthistorischer Bedeutung ist der spätromanische bzw. frühgotische Kreuzgang, welcher den Kreuzgangsinnenhof einschließt. Im 18. Jahrhundert erfuhr die Klosteranlage eine weitreichende Barockisierung. Der Turm der Zwettler Stiftskirche ist mit 82 Metern der zweithöchste Turm Niederösterreichs. Bereits 1722 legte Abt Melchior feierlich den Grundstein für den Bau des barocken Kirchturms. Nach 5-jähriger Bauzeit war der Turm mit dem Langhaus fertiggestellt. Die Stiftskirche ist das Prunkstück der Zwettler Klosteranlage. Als größte Kirche des Waldviertels ist sie Schauplatz feierlicher Gottesdienste zu Fest- und Feiertagen. In den Sommermonaten dient sie dem Chorgebet der Mönche ebenso wie der Stiftskirche als Pfarre. Unmittelbar neben der Stiftskirche befindet sich ein kleiner, sehr schöner Friedhof, auf dem die Mönche des Stifts ihre letzte Ruhe finden. Der Prälatengarten war früher dem Abt und seinen Gästen vorbehalten. Heute steht er allen Besuchern offen und lädt mit seiner neubarocken Bepflanzung zum Sinneserlebnis ein. Im Sommerstöckl empfängt ein Kaffeehaus die Gäste. Je nach Belieben und Jahreszeit kann man es sich im Freien auf der Terrasse oder im Inneren bequem machen. Die Vitrine mit den Mehlspeisen lässt keine Wünsche offen. Im wunderschönen Stiftsgarten, in dem man herrlich die Ruhe genießen kann, mache ich eine Pause. Guter Kaffee und Mehlspeisen sorgen für das leibliche Wohl. Die Terrassengärten schließen die Südseite der Klosteranlage ab. Ein Garten nach Hildegard von Bingen, ein Mariengarten, ein Herbarium, die Gärten des Lebens und ein Naschgarten befinden sich auf den Terrassen. Mein Tipp für einen Besuch im Stift Zwettl: Nehmen Sie sich viel Zeit zum Genießen.